Ich wollte irgendwas sagen, fällt mir gerade nicht ein, was. Ach ja, richtig. Eine der abstrusesten Geschichten in dieser Edward Snowden-Geschichte ist ja, dass beim Guardian in England der Geheimdienst einmarschierte und mit Hammern und Bohrmaschine Festplatten und Computer zerstört hat. Ich weiß heute nicht genau, was das soll. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, uns zu versuchen, Angst einzujagen. Angst davor, vor der Macht, vor Leuten, die unendliche Macht haben und die auch völlig absurde Dinge tun dürfen, ohne dafür anscheinend zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und dann, nachdem die Computer zerstört waren, auch dann noch grinsend sagen, naja, dann können wir ja die schwarzen Hubschrauber wieder abbestellen. Das war ein immenser Angriff auf die Pressefreiheit. Von Reporter ohne Grenzen spricht jetzt Michael Rediske. Vielen Dank, Bühne frei. Applaus! Ja, liebe Freundinnen und Freunde hier. Reporter ohne Grenzen warnt schon lange vor den Gefahren der Überwachung im Internet. Für Journalisten, für Blogger, für alle Internetaktivisten. Aber als die großen Feinde der Pressefreiheit galten uns bislang Staaten wie China, wie Iran oder Vietnam. Dort sind die Überwachung und das Ausspähen von Journalisten per Internet tägliche Realität. Journalisten werden für Blog-Einträge, Facebook- oder Twitter-Posts verhaftet, ihre E-Mails überwacht, ihre Kontakte ausgeforscht, ihre Computer mit Überwachungssoftware infiziert. Drastische Belege dafür haben wir aus Bahrain und Syrien. Dort sind Aktivisten verhaftet worden und im Verhör hat man ihnen dann präsentiert die Protokolle ihrer überwachten Skype-Chats. Dass Überwachung auch in Deutschland, noch näher ran, ja, dass Überwachung auch in Deutschland und in Westeuropa die Pressefreiheit gefährdet, musste Reporter ohne Grenzen bisher eher abstrakt begründen, eher als eine Gefahr für die Zukunft. Jetzt aber wissen wir, sie ist auch bei uns schon Realität. Denn zusammen mit den anderen Milliarden Verbindungsdaten werden auch diejenigen von Journalisten standardmäßig ausgeforscht und abgespeichert. Das bedroht die Pressefreiheit. Der Informantenschutz, der für die Kontrolle der Mächtigen in jeder Demokratie so wichtig ist, wird zur Farce. Journalisten wissen mittlerweile, für heikle Recherchen müssen sie sich konspirativ mit anonymen Prepaid-Handys ausstatten. Unter der Fülle der Enthüllungen ist zudem eine Information mehr oder weniger untergegangen. Die NSA hat zum Beispiel auch gezielt Al Jazeera ausgeforscht. Das heißt, deren Überwachung gefährdet Journalismus nicht nur zufällig, sozusagen als Kollateralschaden, sie richtet sich auch direkt und vorsätzlich gegen Journalisten. Gegen solche Journalisten, die für die US-Regierung Unbequemes berichten oder unbotmäßige Ansichten verbreiten. Das zerstört die Pressefreiheit. Eine relativ gute Nachricht gibt es noch, jedenfalls noch vorläufig. Deutschland ist immer noch sicher genug, um als Zufluchtsort für Jacob Applebaum und Laura Poitras attraktiv zu sein. Nur, noch ist das so. Aber die drohende Vorratsdatenspeicherung und Überwachung gefährden die Sicherheit von Journalisten und die Vertraulichkeit ihrer Recherchen, auch hier bei uns. Und schließlich noch eins ist für Reporter ohne Grenzen essentiell. Wir sind eine Menschenrechtsorganisation, die schließlich darauf zielt, dass auf Diktaturen internationaler Druck ausgeübt wird. Wenn aber selbst unsere Demokratien hemmungslos überwachen, dann machen sie sich als Vorkämpfer für Menschenrechte wie Pressefreiheit unglaubwürdig. Denn wie sollen repressive Regime wie Iran, Russland oder China unsere westliche Kritik noch ernst nehmen? Überwachung bei uns gefährdet also nicht nur unsere eigenen Freiheiten, sondern sie nimmt auch den Menschen,
die dort in repressiven Regimen sich mit all ihrem Mut wehren, wichtige Verbündete. Wir können sie nur unterstützen, wenn wir auch bei uns zu Hause gegen die Beschneidung der Freiheiten uns wehren. Also, unsere demokratischen Staaten dürfen ihnen nicht den Gefallen tun, diesen Diktaturen, ihnen ähnlich zu werden. Das sind wir den Menschen in Indien, in China oder in Turkmenistan schuldig, aber auch uns selbst. Und deswegen gilt auch und gerade für Journalistinnen und Journalisten, wir brauchen Freiheit statt Überwachung und Angst. Dankeschön.